machen. Im Sommer zum Beispiel gibt es auf unserer wunderschönen Terrasse draußen Grillfeiern. Wir haben Gesundheitstrainings, Massagen, weil wir doch in einem Berufsumfeld sind, wo man viel sitzt. Also mittlerweile haben wir eine Laufgruppe von 6 bis 8 Leuten. Also das macht schon Spaß, auch an diesen Team-Events mit teilzunehmen und dann auch als Firma mit aufzutreten. Mhm. Die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen. Ich war für 4 Monate in Australien. Regelmäßige Projekte und diese Projekte fordern und fördern mich auch tatsächlich. Für mich ist es wirklich das abwechslungsreiche Arbeiten. Also ich kümmere mich bei Projektformen ums Personalmanagement, mache nebenbei noch Workshops und Schulungen für unsere Kunden. Was machen Sie denn jetzt aus Ihrer Sicht besser als andere Unternehmen, um gerade diese jungen Z-Generationsmenschen, also die Jungen da, für sich zu gewinnen? Was wir sehr konkret machen, ist wirklich auf die Studenten zuzugehen, eben über Studentenprojekte, wo wir sehr aktiv sind. Letztes Jahr betreuen wir zum Beispiel auch 2 Studentenprojekte, um so auch zu schauen, okay, wo ist vielleicht noch ein innovativer Bereich, wo wir vielleicht noch gar nicht so drin sind. Es werden eben Anreize geschaffen, Herausforderungen gegeben. Je nachdem, in welchem Bereich du gerne möchtest, wir gucken, dass wir das hinkriegen, mehr Verantwortung ihnen auch zu übertragen. Sie haben bei der Sportart Segeln erwähnt. Was kann ich noch machen, wo muss ich justieren, um halt noch das letzte Quäntchen Geschwindigkeit rauszuholen, um letztendlich zu gewinnen? Was sind denn unabhängig von Mitarbeiterbefragungen Kennziffern, aus denen Sie schließen, ob Ihre Personalarbeit gut oder schlecht ist? Wir haben eine sehr offene Kommunikation, sei es eben, dass wir regelmäßig die Mitarbeitergespräche machen, aber auch, dass wir ein Intranet haben, wo wir sehr viel drüber kommunizieren, wo jeder Mitarbeiter Ideen und Vorschläge einbringen kann. Wir kommunizieren, was wir gerade machen, und die Mitarbeiter auch jederzeit die Möglichkeit haben, Feedback zu geben. Wir haben jetzt vor kurzem für unsere Mitarbeiter eingerichtet, dass wir Müsli-Spende haben. Und da gab es dann eben die Rückmeldung, was möchtet ihr überhaupt gerne für Müsli haben? Und so kam halt Feedback darüber rein. So dass es ein ausgeglichenes Verhältnis ist und der Mitarbeiter auch am nächsten Tag wieder sagt, ja, ich komme gerne.